Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Von Ismo haut ab. Zu einer neuen Folge von Ismo fährt mal kurz einkaufen. Kurz einkaufen. Das ist wirklich kurz. Ja, vergisst er. Ismo? Ja. Wo bist du? Da bist du. Ja. Genau. Eine neue Folge. Achtung! Oh, tschüss! Wie geil es aussieht. Ja, eine neue Folge von Scrap Mechanic mit dem Ismo. Hallo. Und mir, dem Wocke. Hallo. Ich hätte ja schon Lust, in die Garage reinzubaggen. Einfach mal Vollgas reinfahren. Mal gucken, ob du durchploppst. Bäm! Hey! Ich glaube, es hackt. Du kannst doch nicht einfach hier unsere Fahrzeuge durcheinander wursten. Ich glaube, es geht noch, oder wie, oder was? Räumt ja hier einfach wie so ein paar Bowlingkugeln mein Buggy weg. Den Buggy war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, oder sowas von, aber nee, nicht oder sowas nein, von, aber nein. Sowas von. So, stell das Auto sofort wieder hin. Wir haben Großes vor heute, denn... Ja, ich versuche, ich gebe mir Mühe. Wir haben einfach mal... Ich habe noch was umgefahren. Und noch was, ups. Steig aus! Ich will's ja! Du machst hier die Framerate-Rate auf minus 1000. Minus 1000. Oh Gott, und ich mache es auch noch. Aber die haben echt an dem... Also mit dem letzten Patch, mal ganz im Ernst... Die haben was an der Gravitation geändert. Die Fahrzeuge heben viel leichter ab jetzt. Ja, habe ich auch irgendwie das Gefühl. Es ist wirklich so, ne? Bilde ich mir nicht ein? Nee, ich habe auch das Gefühl. Also, weil das Ding, wo ich jetzt gerade drin gesessen habe, das hat ja mal hervorragend funktioniert. Und das fuhr auch richtig gut. Und jetzt teichelt das nur so durch die Gegend, wie so ein Gummiball. Und ich muss gerade feststellen, dass das Ding, was du hier gebaut hast, keinen Rückwärtsgang hat. Kein Rückwärtsgang, ey. Überfahr mich denn. Es hat keinen Rückwärtsgang. Hat's nicht? Nein, hat's nicht. Nee, wieso komme ich hier nicht weg aus dieser Ecke? Ich will hier, hallo. Es geht nicht. Setz dich rein und probier's aus. Es hat tatsächlich keinen. Es geht nur vorwärts. Ich fand's ja eh noch zu geil, wie ich mitten im Fahren dann, oder wie mir mitten beim Fahren dann einfach so eine Ecke abgefallen ist, weißt du? Und ja. Du dann auch noch so schäbig gelacht hast. Ja. Ja, also. Wir haben uns mal total eigenmächtig und völlig unverfroren überlegt, was wir denn noch nicht gebaut haben. Und der Ismo und ich, wir sind gerade zu dem Entschluss gekommen, dass wir noch gar nicht so einen richtigen Truck gebaut haben bisher. So einen richtigen American Truck, ne? So einen dicken Fifi da mit so und allen Sachen dran und drauf und so. Ne? Also so ein richtiger Truck. Sowas haben wir noch gar nicht gebaut. Und wir sind ja jetzt auch nur wieder auf dieser Karte hier, nur um es zu erklären, weil die neueste Karte, die wir angefangen haben, auch wieder nicht funktioniert. Ja. Was heißt auch wieder nicht? Sie funktioniert nicht. Gar nicht mehr. Überhaupt gar nicht. Aber gut, ich hoffe, dass irgendwann das Problem gelöst wird. Ich habe eine Idee. Stell mal deinen Lift dahin. Lass den mal da stehen. Nein. Ich konnte meinen doch gerade eben da drauf stellen. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ich konnte den gerade mit einem lustigen Bug da drauf stellen und dann wollte ich gerade gucken, ob man den... Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr. Ich will das nicht. Genau. So, gut, jetzt hier. Wir fangen einfach mal mit dem Truck an. Ja, genau. Okay. Also, Ziel ist es, einen Truck zu basteln. Ein Truck mit mindestens 3 Achsen. Und der Hänger muss mindestens eine Achse haben. Jo. Ja? Ja. 3, 2, 1, los. Wird eine lange Geschichte. Genau, also Truck mit Hänger. Motorisiert bitte, nicht
Raketenbetrieben? No, Mann, no. Nein, von mir aus betrieben, egal wie, aber Bedingung ist, er muss ankommen im Ziel. Er muss ankommen. Allein das wird schon eine Herausforderung genau. für mich. Ja, er muss im Ziel ankommen und das ordentlich und er muss auch fahren wie ein Truck und nicht wie ein Flummi. Ne? Also, wir bauen schließlich ein Truck. Wie ein Flummi. Ja, ja. Der eiskalt wie ein Flummi. Ey. Ja, nu. Gleich ab. So. Also. Ein Truck mit Hänger. Ein Truck mit Hänger. Ein Truck mit Hänger. So. Brauche ich schon mal irgendwie eine gewisse Größe. Das ist richtig. Und ich merke, dass ich meinen viel zu klein gebaut habe. Schon wieder. Natürlich schon wieder. Obwohl, fangen wir einfach mal anders an. Ja, also da das jetzt natürlich hier mit Hänger und so weiter, das wird eine aufwendigere Geschichte, ne? Ist ja völlig klar. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich in zwei Folgen splitten. Wir haben ja in der letzten Zeit immer so Mammutfolgen aufgenommen hier, so 30, 40, 50 Minuten. Wir wollen ja eure kostbare Zeit auch nicht immer überstrapazieren. Das heißt, wir werden jetzt, ich sag mal, einfach eine halbe Stunde aufnehmen, splitten das Ganze dann und machen dann eine zweite Folge draus. So. Vor allem könnt ihr euch dann noch entscheiden, was wir dann noch basteln können. Vielleicht genau. Habt ihr ja noch eine gute Idee, vielleicht nicht. Richtig. Anregungen sind natürlich immer wieder herzlich willkommen. Richtig. Klare Sache. Und vielleicht fällt euch ja was ein dazu. So. Machst du einen Zweisitzer? Kann ich dann da auch mitfahren? Selbstverständlich. Wäre toll. Selbstverständlich. Ah. Ganz wichtige Geschichte. Ein LKW hat mindestens zwei Sitze. Hallo? Ich wollte gerade sagen. Worüber reden wir da? Hallo? Hallo? Wo lebst denn du eigentlich? Also, ich bitte dich. My lovely Mr. Singing Club. Ah. Baue ich jetzt noch ein... Aber was mir jetzt erst auffällt, wenn du dir überlegst, du sitzt auf so einem normalen Sitz, also jetzt nicht die kleinen neuen, sondern auf so einem normalen Sitz. Ja. Und dein Charakter schnallt sich nicht an. Ja. Das heißt, du hast die Gurte inklusive Schnallen im Rücken und im Hintern. Ja. Ist das nicht unbequem? Das ist tierisch unbequem. Aber du hast völlig recht, das ist... Fällt mir gerade so eben spontan auf. Ja, das ist völlig richtig, was du da sagst. Dankeschön. Wo wir bei deinem Thema sind, ich habe recht. Genau. Ich habe recht und du hast Unrecht. Ich habe vor allem meine Ruhe. So. Ja, das ist wirklich so. Da brauchen wir hier Was ist... Ich bot der wird weg damit. So. Was ist denn... So. Ein so. Und... Ein so. Nummer 1. Das sieht gut aus. Scheiße aus. Bock gesagt, das sieht gut aus. Ich sag, das ist kacke. Von mir aus. Da sind wir uns so einig, oder? Ja. So. So, weg mit Spock. Warum kann ich das jetzt nicht miteinander verbinden? Die sagt einfach nö. Das stimmt, manchmal sagt das Ding einfach nö. Siehst du? Einfach so, nee, du, jetzt nicht so. Ja, nö. Jeder darf hier verbinden, du nicht. Jeder, nur du nicht. Genau. Jeder andere darf hier ordentlich spielen, du nicht. Bist und ich weiß, das ist unfair, aber es ist mir vollkommen egal. Genau. Und womit? Mit Recht. Und wofür? Fürs... Nein. Sind wir nicht beim Bund hier.
So? Warum nicht? Leck mich am dreckiger Penner. Was soll der Mist? Ich glaube, die Folge muss noch ausgepiepst werden. Warum? Dreckiger Penner ist kein Schimpfwort. Doch, ist hart an der Grenze. Ja. Ja, es ist ein Schimpfwort. Ich sehe es ja ein. Es ist nett von dir, Wocke. Aber was, warum? Ja, LOL. Du dummes Stück. Das glaube ich nicht. Ah. Was ist denn los? Guck dir das Video einfach hinterher an und lach dich schief. Wocke versucht, mit dem Computer zu kämpfen. Aber glaub mir, der Computer gewinnt. Das Spiel hasst mich. Ja, also, stimmt, das haben wir schon mal herausgefunden. Das haben wir herausgefunden, ja. Und das tut es vehement. Unglaublich. Das ist gut, es ist schön. Na, geht so. Ja gut, ich kann mir vorstellen, dass du das eher nicht so toll findest. Nein, aber ich find's gut. So, ein ordentlicher Truck hat natürlich hinten dann Zwillingsbereifung. Klare Sache. Aber Logo. Bitte? Na, Logo. Ja, logisch. Verdammt. Was denn? Ich habe zu weit hinten angefangen zu bauen. Die Garagenwand ist mir im Weg. So. Ist er jetzt ein bisschen ärgerlich, nicht? Ja. Müssen wir... Ich brauche noch Lager. Die habe ich gar nicht im Inventar. Und das wird zu knapp. Grumpf. Machen wir das so. Grummel, grummel. Grumpf, grummel, grummel. So, zack. So. Und stimmt, hier ist ja ein Radio, das fällt mir auf. Das muss wieder weg. Das muss weg. Das muss weg. Und dann können wir ja... Genau, das machen wir so. Aber nur aus einem einzigen Grund. Ja, wäre? Damit es cool aussieht. Ach so. Sonst nicht. Nur damit es cool aussieht. So. Machen? Kann ich das so machen? Fragezeichen? Na klar. Ja, einfach mal ja sagen. Naja, mach mal. Ja, ja, natürlich. Naja. So. Zack, okay. Ein höher, dann die Stoßdämpfer drunter. Bei den Stoßdämpfern, ja? Bitte? Du bist schon bei den Stoßdämpfern, ja? Ja, aber diesmal nicht hier Einzelradfederung, Aufhängung, Doppelquerlenker, Achse und sowas. Mache ich alles nicht. Ach, also Einzelradaufhängung, ja, aber keine Doppelquerlenker. Ach was. Ja, weil ist ja ein LKW. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mensch, Tiffy. Oh Mann, ey. Wahrscheinlich kennt jeder das Schnuffeltuch. Kennst du das Schnuffeltuch? Von wem? Von was? Die Persiflage ist es ja eigentlich auf die Sesamstraße mit Samson und seinem Schnuffeltuch. Nein, wenn es bei dir jetzt nicht klingelt, dann kennst du es nicht. Okay, viele werden es kennen und nein! Viele werden sich jetzt kaputt lachen. Scheiße. Verdammt! Was denn? Ich habe vergessen, also ich habe jetzt Stoßdämpfer eingebaut, aber ich habe vergessen, dass die Stoßdämpfer sich nach links und rechts drehen können. Toll! Ich kann mal wieder nur geradeaus fahren. Alter, es ist so blöd! Oh Gott! So. Ist mal du hohle Frucht. Sehr cool. Das ist so bescheuert! Alter, das ist ein Monster-LKW. Das ist richtig, das ist es bei mir ja auch schon. Na gut, dann wieder alles abbauen. Verdammt! Warum das war ist jetzt nicht der Unterschied so groß eigentlich? Hä? Ach, ich, oh,
Brocke! Ja. Du dummes Stück! Okay, du musst mir nicht alles nachmachen. Alter, was für ein Bullshit. Das kommt doch. Ach. Es tut mir leid, liebe Zuschauer, die das jetzt gerade sehen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich fragen: Wocke, du, was tust du da? Ja, die Frage ist berechtigt. Die Frage ist völlig berechtigt. Es gibt Darf ich denn fragen, was du tust? Es gibt keinen plausiblen Grund für das, was ich gerade getan habe. Was hast du denn getan? Ich will's wissen. Verraten. Nein, ich will mir. Oh, rabbel, rabbel, rabbel. So. 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 Ja. Eigentlich auch totaler Quatsch, aber jetzt müssen wir es so machen, weil vorne haben wir es auch so gemacht. So. Weil ist so. Weil ist so. So. Sonst passt das mit der Höhe nicht. Zack. 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 So. Ich hoffe, ich kann nachher noch lenken. Bin gespannt. Wir werden sehen. Ja. So muss das. Rums. So muss das. Gescheppert und das sieht schon mal aus wie ein LKW. Hahaha. Ja. So. Ach so, okay. So sieht Verstehe. Das aus wie ein LKW und nicht wie was anderes. Ja. Dann kommt jetzt natürlich auch ein Fahrerstand. Wie war das jetzt? LKW selbst muss drei... Dings, drei Achsen haben, genau. Und der Hänger mindestens eine. Ja, das wird ein großes Auto, du. Ja. Bei mir auch. Das wird ein ziemlich großes Auto. Immerhin haben wir schön fetzige Musik mit. Ja, Mann. Gerade läuft hier Heavy Metal. So, zack. Es bedarf eines Sitzes. So. Und der andere Sitz. Geil wäre jetzt im LKW so einen Motorradsitz zu verbauen. Wieso das denn? Ja, wäre einfach mal was Neues. Ja, das definitiv, du. Wäre einfach mal was Neues. So. Oh! Oh? Okay. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Womit? Dass mein Auto so breit wird. So. Ich habe mich schlecht gestaunt, als ich jetzt nochmal zwei Sitze nochmal extra einbauen konnte. Was? Was baust du? Es wird doch bestimmt wieder riesig. Natürlich wird das riesig. Um Himmels Willen. Was für eine Frage. Oh mein Gott. Mir schwan Schreckliches. Ja. Ja. Oh Mann, ey, das ist so... Oh Gott. Ah, herrlich. Huch. Ihr witziges Kichern. Hey, hallo. Was? Ja, ich konnte nicht überspringen. Ah ja. So, dann muss natürlich hier, genau, auch eine Art Karosserie. Aber nur eine Art. Nur eine Art. Keine richtige, nur so eine Art. So, das kommt aber später. Kommen wir zum wichtigsten Teil, die Anhängerkupplung. Hey! Bitte was? Nix. So, es ist ja so, die muss ja jetzt so hoch sein, dass da natürlich der Anhänger, wenn er sich dreht, dass der sich oberhalb der Radaufhängung bewegt. Das heißt, das Auto muss dementsprechend groß werden. Leider wird es dadurch auch schwer. Aber
eigentlich egal, weil wir haben ja genug Stoßdämpfer. Oder? Und wem können wir sie verbinden? Ha! Das heißt, wir brauchen nicht immer wieder... Huch, was hast du für ein Geräusch vor dir? Oh, das federt aber jetzt doch ganz schön ein. Wocke? Ja? Da hilft nur eins. Was denn? Mehr Stoßdämpfer. Ja, ja, ja. Schwupp. Nein, das soll ja auch authentisch fahren, das Ding. Daher ist ein gewisses Grundgewicht natürlich nicht verkehrt. Aber wenn jetzt schon die Stoßdämpfer so arg einfedern... Naja, je nachdem, wie groß dein... Nur vorne. Hinten noch nicht. Aber hinten kommt ja jetzt der Auflieger noch drauf. Ja gut, komm. Aber... ja, aber... Je nachdem, wie groß ein Fahrzeug ist, ist allein die Grundplatte schon so schwer, dass hier die meisten Federn einfedern. Je nachdem, wie viel du hast. Wenn du eine hast, ja, dann sowieso. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Ups. Hektisch. Ja, ich wollte unter mein Fahrzeug gucken, heb's an und heb damit gleichzeitig die Garagentür hoch. Das ist natürlich schlecht jetzt. Das ist richtig, aber ich hab's wieder hingekriegt. Und alles was ich jetzt überhaupt gar nicht bedacht habe, ist, dass ja so eine Anhängerkupplung in der Mitte ist. Ja, hast du es wieder asymmetrisch gebaut? Mein Auto hat eine Breite von 6. Was? Mhm. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, oder? Nein. 6 hat keine Mitte. Das ist richtig. Ups. Ach. Ich hasse mein Leben. Ich hasse dein Leben auch. Danke. Danke für das Mitgefühl. Gerne, gerne. Das ist doch jetzt... Ah! Das ist doch jetzt totaler Bullshit. Okay, ich mach das offline, baue es einfach ein Klötzchen weiter, breiter. Na, offline hier, willst du wohl aufhören hier mit offline und so? Nix. Nein, ich baue das, ich mach das, wenn keiner zuguckt. Ja, eben ja, das ist es ja, hallo. Bitte was? Willst du jetzt etwa... Was denn? Muss ich dann das alles neu bauen? Ja. Du bist doof. Dankeschön. Ach nö, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was denn? Alter. Das ist ja mir doch unfair gegenüber, oder nicht? Ja, ich meine, du kannst es auch gerne von mir aus Scheiße, offline. Jetzt ist es durch den Fußboden geglitscht. Winke, winke, tschüss. Damn it. Kannst du es von mir aus gerne... Nee, jetzt ist es zu spät, jetzt baue ich gerade alles weg. Na gut. Jetzt baue ich alles ein breiter. So, liebe Zuschauer, wenn euch das jetzt gerade langweilt, dass ich alles ein weiter baue, dankt Ismo dafür. Er ist schuld. Er ist schuld, dass ich jetzt alles vor euren Augen weiter baue. Ja, so. Weiterbauen muss. Verstehe. Nur er ist schuld, niemand anders. Aber das ist... Aber? Das ist natürlich da bekloppt. Ja, dann bau es doch Dings hier im und ich so. Ich baue nichts Dings. Aber. Ja, Mann, es gibt doch das Weld Tool. So. Entschuldigung. Alles gut, Wucke, alles gut. Wir verstehen dich. Es gibt doch das Weld Tool. Das Dumme an dem Weld Tool ist. Ich mag ja immer dieses Geräusch, wenn das auf das Metall donnert. Klang. Nee, das ist das nicht das Dumme, das ist das Gute an dem World Tool. Warum ist mir das hinten nicht eingefallen, so ein Mist? So. World Tool. Die Fläche soll... Dahin, genau. Ja. Das hat ja mal funktioniert. Ich bin begeistert. Ich mag das. Oha, Wocke ist begeistert. Ja. Ich mag das Ding. So. Weil cool? Ja. Ja, das ist cool. Das hat jetzt gut funktioniert gerade. Aber hier hinten habe ich blöderweise schon alles weggemacht. Ist egal. Machen wir es wieder hin. Hallo, geh weg. Hallo. Oh. Nein, nein.
Weil diese Fusselarbeit hier. Was für eine Arbeit? Friemelarbeit hier. Friemelarbeit? Ja. Das ist so wie das Kleingedruckte lesen, das tut doch auch keiner. Nö. Wofür auch? Ja. Haben Sie die AGB gelesen? Ja. Ja, die Lüge des Jahrhunderts. Wissen wir alle. Wissen wir alle. Ja. Volkslüge Nummer 1. Ja, ich habe die AGB gelesen. Aus der Garage gelaufen. So, jetzt sieht das auch wieder nach was aus. Aha. Ja. Und du bist immer noch schuld. Okay. Damit kann ich leben, Wocke. Ja, ja. Bei jedem anderen hättest du das jetzt nicht gesagt, nur bei mir. Ja. Player left. Wocke, die Wocke, die ist left the game. So sieht das aus. Ja, ja, ja. Sowas muss ich mir hier bieten lassen, liebe Zuschauer. Die Zuschauer doch auch. Sowas, nee, die sind ja nicht betroffen. Ja, 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 doch. Die müssen sich den Unsinn hier nur angucken und anhören. Ja, 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 eben, ja, deswegen sind sie ja insofern oder insoweit ja auch betroffen, in gewisser Weise. Voyeuristisch involviert. Eigentlich ist es ja Voyeurismus, ne? Also so ein bisschen. Im Prinzip, meinst du? Ja, im Prinzip ist es das. Die Wenn? Ich muss eben. Die beobachten uns heimlich, wie wir unsere Spielchen spielen hier. So, so. Ich weiß ja nicht, was du für Spielchen spielst. Ich? Ja, du. Also ich spiele Scrap-Mechanik und du? Oh. So ein Zufall, da sind wir schon zwei. Wirklich? Ja. Aber Vorsicht! Wir werden beobachtet. Sie schauen uns zu, ich weiß es genau. Ich würde ja jetzt so gerne einen Spruch von WoW bringen, aber ich weiß ja nicht, ob es dann irgendwie Schleichwerbung ist oder sonst irgendwas. Was ein Quatsch. Wir sind ja auf dem offenen YouTube-Kanal. Non-Profit. Hey. Was für ein Spruch denn? Das sagen die Untoten immer gerne. Da sagen sie immer, Achtung, Feinde im Übermaß. So, so. Aber unsere Zuschauer sind ja nicht unsere Feinde. Nein, nein. Nein. Aber es würde trotzdem. Nur kleine, dreckige Voyeuristen. Nein. Oh, ich habe das Ding gefunden, was weggeploppt ist. Oh, jetzt hat Wocke die Bocke, die nur noch 10 Abonnenten. Genau. Jetzt verlassen alle das Spiel. Schade. Ich habe vorhin noch zu einem Kollegen gesagt: achte drauf, was du auf YouTube sagst. Das Internet vergisst nie. Das ist richtig. Verdammt. Jetzt habe ich es gesagt. Tütüm. Tütüm. Obwohl, ich hätte ja jetzt an der Stelle, wo wir jetzt aufnehmen, ja noch die Möglichkeit, es nicht zu posten. Ja gut, das ist wahr. Aber das wäre ja nicht authentisch. Das ist auch richtig. Da wäre ich ja nicht der Wockedi-Pockedi. Oh mein Gott, scheiße. Wenn ich nicht genug Gesäß in meiner Hose hätte, um das auch noch zu posten, wenn ich es dann äußere. Ja, das abfällige Wort davon darf man ja nicht sagen. Na gut. Darf man schon, aber ist egal. So. Das ist aber eigentlich auch Quatsch, was ich hier mache. Eigentlich ist es Quatsch, ja. Ich mag dieses Raid-Tool wirklich sehr, sehr gerne. Ja, ja, das ist richtig geil. Also, ich feiere das auch total, immer wieder. Weil du kannst damit echt coole Sachen machen. Das ist richtig. Vor allem kann man sich das Leben so schön einfach machen. Ja, der Weg des geringsten Widerstandes. Richtig. So, mal eben das Bild verwackelt. Hups. Einfach mal wild an der Maus rumgerüttelt. So, da sieht man, dass es nur 18 Frames sind. Warum auch immer, ich weiß gar nicht, was hier so rumruckelt. Ich habe auch keine Ahnung. Was? Aber irgendwas glitscht doch wieder hier. Ja, ich bin's nicht. Normalerweise, wenn ich auf der Fläche rumlaufe, sind da 80, 90 Frames und jetzt sind hier 18. Das ist ja fürchterhaftiglich. Das ist ja. Komm mal rüber mit meiner Wampe, dann störe ich das Bild. Ekelhaft. Ekelhaft, genau. Das ist ekelhaft. Ekelhaft. Bitte mit CK schreiben und mit Doppel-F am Ende.
Ekelhaft, ja. Unglaublich. Da fällt einem nichts zu ein. Aber mal gar nicht. Nein. Da fällt einem überhaupt nichts zu ein. So. Ja, ich hänge auch gerade quasi in der Luft. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Genau. Ist aber auch gar nicht so schlimm, denn wir haben jetzt eine halbe Stunde Folge gemacht. Das heißt, liebe Zuschauer, wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr gespannt seid, wie dieses Fiasko endet, was ich hier angefangen habe, dann schaltet wieder ein in der nächsten Folge, wenn es heißt Wockedy Pockedy und der Ismo vorspielen Scrap Mechanik. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.